Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Leichter Leben, Zeit für mich. Mittwochmorgen, 9 Uhr. Ich freue mich sehr, dass ihr bei uns seid und wir haben euch etwas Tolles vorbereitet, nämlich großartige Studiogäste. Hans Schwieker ist bei uns und von Hans werden wir gleich die Tagesprognose bekommen. Und wir werden mit Hans auch noch über seine Spiritualität, sein Leben so ein kleines bisschen sprechen. Bekommen wir ein paar kleine Einblicke. Ich bin gespannt, was Hans für Geheimnisse möglicherweise offenbart. Wir werden es gleich erleben. Außerdem ist bei uns Brigitte Heidemann. Wir freuen uns sehr. Mit Brigitte geht es gleich zum Thema Hellsicht. Und wir haben hier schon so ein bisschen was aufgebaut. Also wir werden auch gleich eine Übung mit den Zuschauern machen. Also ihr seid alle herzlich eingeladen mitzumachen, um die Hellsicht zu aktivieren. Richtig. Juhu, das wird schön. Und dann gehen wir gleich weiter zu Stefanie Ralewski, mit der wir natürlich wie immer in den Hexenkalender hineinschauen. Und da geht es heute um Rosh Hashanah. Ob wir da wieder ein Ritual machen? Ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Steffi da was vorbereitet hat. Und wir werden mit ihr auch nachher noch in ein paar schöne Produkte von ihr schauen. Hexenkalender natürlich und noch ein paar weitere schöne Dinge. Das werden wir alles für euch und mit euch machen. Also buntes Programm, fangen wir an mit der Tagesprognose. Hans Schwieker ist wie versprochen bei uns für die Tagesprognose. Also schön, dass du da bist. Ja. Toll, mit dem Bart hier, das sieht toll aus. Hast du ja auch. Habe ich auch, ja. Bei mir ein bisschen länger und grauer, bei dir ist das noch schön, schön dunkel. Alles Chemie. Du bist halt auch ein junger Kerl, nicht? Ja. Lieber Hans, Lieber Hans, die Tagesprognose. Ja. Womit? Also du hast welche Karten, mit welchen Ich habe dir deine Mohrkarten heute mit. Ja. Und ich schau mal, wie der Tag heute wird. Ist das so, also du arbeitest auch mit verschiedenen Decks, ne? Ist das dein Lieblingskartendeck oder hast du so immer ein Gefühl, an dem Tag mal das Deck, dann mal das Deck? Also machst du's nicht Gefühl, ich nehme schon am liebsten die Mohrkarten, weil die einfach so in den genaueren Bereichen besser sind. Aber ich nehme auch sehr gerne die Tarotkarten. Ja. Und ich habe jetzt auch noch mal ein paar Spezialdecks, so Botschaft deines Schutzengels, deines Geistführers, was ich hier ja auch mache. Ja. Und das sind dann noch mal so spezielle Sachen, wo man dann mit den Karten wieder weiter gucken kann. Wir schauen mal. Für die Tagesprognose machen wir es mit den Lenormand. Und guck mal, was der Mittwoch für ein wunderschöner Tag wird. Die Sterne. Das ist ja einmal die Spiritualität auf der einen Seite, also es ist ein sehr spiritueller Tag, aber es ist eben auch das Glück und die guten Aussichten für die Zukunft. Also viel besser können wir gar nicht starten letztendlich. Schicksalhaft ist der Tag heute auch noch, für dich auch. Gucke mal, Und mal gucken, was alles, was Freundschaften angeht, ist heute wichtig. Schön. Und naja, wenn du eine Herr und so weiter, kann auch die Dame seines Herzens heute kennenlernen. Ich sage dann immer bei meinen Privatberatungen, da lege ich gar nicht weiter, weil was Besseres kann gar nicht mehr kommen und die guten Karten sind alle raus. Also siehst du, insofern, stopp, man muss es auch soll immer, immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau. Ne? Genau. Also es wird ein schöner Tag heute, kann man nicht anders sagen. Also wie gesagt, auch wirklich schicksalhaft. Also es kann dann auch tatsächlich eine richtig schicksalhafte Begegnung geben. Absolut. Ne? Und wie gesagt, auch mit Freunden. Wieder die vielleicht auch erstmal über die Freundschaft beginnt oder die über die Freundschaft begonnen hat und die dann aber auch in eine Partnerschaft geht. Das sind ja immer die besten Beziehungen, weil da letztendlich ist es ja dann so, dass wenn Partner auch Freunde sind, ist ja das Beste, was es überhaupt gibt. Das sind ja auch die Leute, die uns eigentlich selten kontaktieren, weil die wissen dann, dass sie an einem Strang ziehen müssen, gerade im Moment in diesen schwierigen Zeiten und wo dann nicht jeder gegen den anderen noch kämpft oder so. Ja. Ne? Weil da hat man schon mit sich genug zu tun, man kann nicht noch andere Fremdenergien auffangen sozusagen. Absolut, ja. Deswegen schön, wenn man gute Freunde auch in seinem Umkreis hat und wenn dann noch der Partner oder die Partnerin auch noch der beste Freund, die beste Freundin ist. Eben. Sensationell natürlich. Wunderschöner Tag, der da jetzt hier schön, heute kommt einiges auf uns zu. Also wie nutzt du so einen Tag? Also ist das, sag mal, wenn du so eine Tagesprognose hast, etwas, wo du sagst, okay, heute noch mal ganz besonders intensiv arbeiten, weil natürlich die Kunden, die anrufen, mit diesen Tagesenergien auch richtig schön arbeiten können oder du gemeinsam mit den Kunden arbeiten kannst? Ja. Oder ist das eher so eine Energie, wo du sagst, das nutze ich jetzt mal für mich, ich ziehe mich mal zurück und mache für mich ein bisschen Das ist alles gemeinschaftlich. Also wenn ich solche Karten habe, dann sage ich es auch gerne so Kunden, Kundinnen, die nicht gut drauf sind oder die traurig sind oder sag, komm, da musst du dich erstmal selber wieder rausholen. Ich sag dir wie, weil ich kann es nicht, ein anderer kann es nicht. Aber das ist denn, das trägt ja auch. Also wenn du schon positiver drauf bist morgens, wenn du, also ich habe es früher mal gemacht, ich habe mir die Karten gelegt, ich habe das eigentlich abgelegt, weil ich habe mir gesagt, so ich gucke das mir neutral erstmal an, was so für Leute kommen und dann kommen die Energien
schon. Ich meine, für sowas ist es natürlich was anderes. Aber ich mache das eigentlich sehr, sehr gerne, dass ich die Leute erstmal da abhole, wo sie letztendlich sind, ja, und versuche sie dann so ein bisschen energetisch anzuheben. Ja, großartig. Also da, ja, haben wir heute wirklich einen, also sehr, sehr schönen Tag vor uns. Ja. Mit sehr, sehr schönen Energien. Den wollen, ja, wir nutzen. Natürlich, absolut, auch noch im Laufe dieser Sendung, auch mit dir noch. Wir werden mit dir gleich noch über deine Spiritualität sprechen. Vielleicht kommt noch irgendein Geheimnis, ja, raus. Ich bin sehr gespannt. Nö, eigentlich, nö, nicht. Eigentlich nicht. Wollte ich mit dir über Live-Coaching sprechen. Deswegen, das ist heute mein Thema. Also, der Hans verrät nichts persönlich. Nee. Aber wir werden gleich mit Hans noch ins Gespräch etwas tiefer gehen. Ja. Jetzt haben wir für euch erst einmal die Vorstellung unserer Wochenverlosung, ihr Lieben. Da gibt es ja einen sehr, sehr schönen Preis von Olga Heinert spendiert, nämlich das Glücksset bestehend aus, ihr seht es hier im Bild, der Glücksmünze, dann auch der Halskette Schlüssel zum Glück, ja, und dem Schlüsselanhänger Schlüssel zum Glück. Also jede Menge Schlüssel, jede Menge Glück. Das Glücksset darf zu euch nach Hause. Dafür dürft ihr auch etwas tun, nämlich, ach, diese Frage beantworten. Was bringt Glück? A, Kleeblätter oder B, Unkraut? Ich bin ja der Meinung, beides bringt Glück, und Unkraut in dem Sinne gibt es gar nicht. Es gibt Kräuter und die tun alle gut in irgendeiner Form. So, anrufen, wenn ihr mögt. Und wenn ihr anruft, dann bitte auch euren Namen nennen, eure Telefonnummer im Gewinnfall, dass wir euch dann auch zurückrufen können. Und natürlich die richtige Antwort, wenn es geht. Wie gesagt, für mich sind ja beide Antworten richtig, aber darum geht es ja nicht. Ne? Also es gibt ja Regeln, und ja, ich bin ja einer, der gerne Regeln bricht. Wie sieht es bei dir aus? Habe ich gerne Regeln breche? Doch. Schon, ne? Also ich war immer ein Regelbrecher. Ja, ja, es ist so. Es ist so. Dadurch war ich ganz, ganz groß und bin ganz, ganz klein. Das ist ein dummes Wort, aber ich war ganz oben und bin ganz nach unten wieder gefallen. Ja. Einfach, weil ich einfach Regelbrecher im Sinne von nicht, also mehr an das zu glauben, was über die Normen hinaus, also eigentlich positiv. Ja. Einfach zu sagen, da kann noch nicht Ende sein. Das muss eigentlich weitergehen. Und dadurch, dass ich immer so einen Schritt versucht habe, mehr zu machen wie andere, war ich vielleicht auch immer einen Schritt weiter oder erfolgreicher wie andere. Genau, weil es geht ja beim Regelnbrechen ja auch nicht darum, also man kann es ja positiv und negativ, ja, umpacken. Ne? Also man kann natürlich sagen, okay, ich breche prinzipiell alle Regeln, weil mir die Gesellschaft auf den Keks geht oder eben die ja, Rechtsprechung in, ja, in der Form oder der Staat. Ich einfach nur, weil ich dagegen bin. Ein, ne, Systemsprenger ist das. Genau, ja? Aber, ja, einfach nur, weil ich dagegen bin. Ne? So, ja. Und deswegen immer alles dagegen. Aber ich kann eben auch Regeln brechen, eben aus dem Normalen ausbrechen und sagen, okay, ich will mehr. Und da gibt es mehr. Wenn ich jetzt die und die Regeln befolge, wenn ich immer in diesem engen Korsett bin, genau, dann geht es eben nicht weiter, dann entwickle, genau, ich mich nicht weiter. Ne? Es geht ja auch um die eigenen Regeln, die ich mir vielleicht mal auferlegt habe oder gestellt, genau, habe. Also es geht um die innere Einstellung, dass ich eben über Meditation, ich habe immer schon mit Meditation, ja, gearbeitet, auch mit autogenem Training, mit Glaubenssätzen, mit Affirmationen. Also es ist mir alles nicht fremd. Ich kenne, mhm, Astro TV seit 18 Jahren. Ich kannte ja auch die Brigitte schon vorher und, ja, natürlich kenne ich die Stefanie auch. Ich kenne sie ja alle, weil ich sie auch alle gerne beschaue und ich gucke mir es gerne an. Und ich lasse mir so wie in so einem Einkaufsladen, hole ich mir eigentlich immer von jedem, mhm, so das, wo ich denke, das kann ich auch für mich irgendwie, ja, gebrauchen. Und das ist immer, immer eine Offenheit, die du haben musst. Und wie gesagt, ich habe jetzt einen 25-jährigen jungen Mann, den ich im Moment im Live-Coaching betreue, mhm, der ist gerade aus einer Tablettensucht raus. Und der hat dieses Wort mit dem Systemsprenger eigentlich, ja, so, weil das war er dann auch vorher, aber eben nicht im positiven, mhm, Sinne. Und das ist so das, was ich am liebsten jetzt mache, weil da kann ich die Hellsicht einbringen, ich kann das Kartenlegen einbringen, aber auch meine 63 Jahre Lebenserfahrung, ja, kann ich damit reinbringen. Und deswegen ist dieses Live-Coaching, was ja neu von Questico angeboten wird, einfach so das toll, schön, ja, weil es einfach auch uns erlaubt, Leute über eine längere Zeit zu begleiten und nicht nur so punktuell, mhm, wo sie vielleicht dann auch nochmal mit anderen Beraterinnen oder Beratern sprechen, sondern dass man wirklich so einen Aufwärtstrend dann auch sieht oder manchmal auch gegensteuern kann. Was natürlich auch noch intensiver in der Kundenbetreuung bzw. in der Kundenbeziehung. Absolut. Hat ist, ne? sehr viel natürlich mit Vertrauen zu tun, ja, weil wenn man sich da einmal öffnet, dann möchte man natürlich auch über einen gewissen Zeitraum begleitet werden. Wie gesagt, mit einem Gespräch ist schon viel geholfen. Absolut. Aber eben bei einigen Themen ist es wirklich immens wichtig, über einen längeren Zeitraum auch zu begleiten, weil manchmal gibt es Phasen, die sind nicht mit einem Gespräch erledigt, da hat sich das Thema nicht sofort erledigt, sondern da braucht man Betreuung über einen längeren Zeitraum, um eben auch Neues zu etablieren. Wie gesagt, die Absolut. Alten Grenzen irgendwo aufzusprengen, und das ist nicht immer ganz leicht, wenn man im alten Rhythmus so drin ist.
dann braucht man schon ein Weilchen, eben das Neue zu etablieren. Und das ist natürlich schön, wenn man über längere Zeit Begleitung hat. Ich habe eine Frau, die habe ich über Astro TV, also die hat mich kontaktiert und die hatte so eine Gehirngeschichte, will ich gar nicht weiter drauf eingehen, jedenfalls so Blackouts und so weiter. Und die musste auch wieder ganz von vorne anfangen, also das Leben wieder lernen. Auch da kannst du so viel letztendlich machen, auch was Kontakte nach außen wieder angeht. Also sie war ganz isoliert, außer dass ihr Bruder da war und der sie ab und zu besucht hat. Und das sind so auch Aufgaben, dass man so sagt, ja, dafür mache ich das. Ne? Ja. Dafür mache ich das, weil ich da wirklich anderen Menschen helfen kann. Ne? Ja, und das ist genau so. Hört sich zwar immer so pathetisch an, aber es ist wirklich so. So, weil das ist nächstes, also niemand ist eine Insel und es ist nie eine Einbahnstraße. Es geht immer auch zu dir zurück, egal was letztendlich da kommt. Genau, und das ist ja gerade so ein Fall, den du jetzt geschildert hast. Das ist eben wirklich nicht mit einem Gespräch, auch nicht mit einer Woche oder einem Monat getan. Also das ist dann teilweise wirklich eine Begleitung über einen längeren Zeitraum. Weil so ein Prozess, wirklich alles neu zu lernen, das geht nicht innerhalb von einer Woche oder von zwei, drei Wochen. Das sind schon mal 2 Stunden Gespräche dann eben auch. Ne? Und dann kann man wieder sagen, ja gut, dann verdienst du richtig gut. Natürlich tue ich das. Aber es ist auch enorm anstrengend, das darf man nicht vergessen. Ja, genau, es ist eine Arbeit. Ja. Es ist eine Arbeit, die uns ja auch erfüllt. Absolut. Also es ist absolut Erfolg. Schön, genau. Das ist sehr, sehr schön, wenn man anderen Menschen weiterhelfen kann, sie unterstützen kann auf ihrem Weg, auch ein Stück weit eben begleiten. Aber es ist eben Arbeit und dafür darf man bezahlt werden. Weil es ist ja gerne so in der spirituellen Branche, dass gesagt, dafür auch noch Geld zu nehmen, ja, selbstverständlich. Andere laufen zum Arzt, ja, da bezahlt man auch Geld. Das fällt einem nur nicht so auf, weil es regelmäßig vom Konto abgebucht wird, die Krankenkassenbeiträge. Ne? Also so. Und da sagt man, okay, aber die habe ich ja schon bezahlt. Dann will ich das auch nutzen, kann man machen. Darf jeder für sich selbst entscheiden, wo er hingeht und von wem er sich Hilfe holt. Absolut. Aber Hilfe darf bezahlt werden. Ich meine, absolut. Es gibt ja auch die verschiedenen Möglichkeiten. Jeder kann ja auch, es gibt ja auch diese Lines auch bei Questico oder Astro TV, wo du für 1,99 die Minute letztendlich anrufen kannst. Da kannst du dann für 10 oder 20 Euro kriegst du schon richtig super Beratung. Ja. Letztendlich sind das auch die anderen Berater. Du weißt eben nur nicht, wer zu dir kommt. Genau. Also das ist ja ganz, ganz toll differenziert. Aber wenn du halt sagst, okay, ich brauche jetzt auch wirklich jemanden mal, wo ich weiß, da geht eben manchmal auch ein bisschen was über den Preis, dann ist das eben so. Aber dann weiß ich auch, dass ich eigentlich eine gewisse Qualität vielleicht mir auch einkaufe. Oder ich kann das ja schnell beurteilen. Ich kann das Gespräch jederzeit ja beenden. Eben. Und das ist ja das Gute dabei sozusagen. Genau. Und das, wie du sagst, ich kaufe mir eine bestimmte Qualität ein und es ist eben immer die Frage, was ist mir mein eigenes Leben, ein gutes Leben wert? Was möchte ich dafür auch investieren? Kaufe ich den nächsten LED-Großbildschirm oder tue ich etwas für mich selber, und, und führe gute Gespräche, die mir tatsächlich dann auch weiterhelfen? Ganz lieben Dank, Hans. So gerne. Und viel Freude natürlich heute bei diesem Tag mit den Tagesenergien. Ja, also da werden wir alle, glaube ich, noch einen sehr, sehr schönen Tag erleben. Sehr schöne Dinge erleben heute. Ja. Alles klar. Ganz lieben Dank, mein Lieber. Gerne. Und wir haben für euch jetzt den Hexenkalender. Ja. Die Steffi. Und Premiere im Sitzen. Ja, mal gucken. Ne? Sensationell. Mal gucken, genau. Mal gucken. Machen wir es uns gemütlich. Wobei, so gemütlich können wir es uns auch nicht machen. Du hast ein Messer hier. Da müssen wir natürlich aufpassen, was das zu bedeuten hat. Hexenkalender heute mit scharfen Geschichten. Wofür brauchen wir, was hast du mit dem Messer vor? Das erzähle ich gleich. Okay. Wir haben ja am Sonntag, also Sonntagabend, beginnt ein sehr wichtiges jüdisches Fest, nämlich Rosh Hashanah. Und das ist das Neujahrsfest, das jüdische Neujahrsfest. Das heißt, da beginnt das neue Jahr. Und in der jüdischen Mythologie ist es übrigens auch der Geburtstag von Adam. Mhm. Ja, also der Erschaffungstag sozusagen, der Schöpfungstag. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja? Und ich liebe das ja bei anderen Kulturen einfach mal zu gucken, was machen die. Und es ist so, dass es ja also dieses Widderhorn eine große Rolle spielt zum jüdischen Neujahrsfest. Das wird also geblasen sozusagen, da kommen seltsame Töne raus. Ja. Ja. Ich dachte, da wird draus getrunken. Aber nee, da wird hineingepustet. Ne? Und es werden auch bestimmte Sachen gegessen. Zum Beispiel, und darum habe ich es mitgebracht, Apfel, der in Honig getunkt wird. Ist das dann der Adamsapfel? Na, ich hoffe nicht. Also,
Und die beiden zusammen. Und dann habe ich wirklich gedacht, ah, das ist ja interessant. Und zwar macht man das und isst man das, damit das neue Jahr ein süßes wird. Also ja, für ein süßes neues Jahr. Habe ich gedacht, das ist ja auch eigentlich eine tolle Idee für unser Silvester. Absolut. Ne, fürs neue Jahr. Genau. Also ich war ja so, wir haben ja so in der Vorweihnachtszeit haben wir ja immer diese rot kandierten Äpfel auf den Weihnachtsmärkten und sowas. Kommt das aus dieser Tradition oder ist das was völlig anderes? Nee, das kommt schon ein bisschen zusammen. Also man muss ein bisschen gucken. Es ist ja oft so, dass verschiedene Kulturen sich dann doch vermischen und Einflüsse aus verschiedenen Richtungen kommen. Und dieser Liebesapfel, also ich meine, der ist ja grundsätzlich erstmal rot. Ja? Natürlich steht er für Liebe, klar. Und er steht auch für das Herz Jesu, weil wenn man das so hält, ja, dann sieht das auch aus wie ein Herz. Ne? Und es steht natürlich überhaupt für Liebe, für das Blut, für das ewige Leben. Ja? Aber eben auch natürlich für den Apfel. Ja, der in der vorchristlichen Mythologie ganz besonders für Fruchtbarkeit gestanden hat. Ja? Und wenn du den Apfel mal aufschneiden magst, ich dachte, das machst du, und zwar mal nach Hexenart aufschneiden. Und zwar so? Ja, und pass auf deine Finger auf, bitte. Ja, mit dem Messer kenne ich mich so gar nicht aus. Mal gucken. Ich habe das Erstbeste aus der Schublade, genau. Ja. Genau. Und da sieht man auch ganz gut, warum nach Hexenart quer aufgeschnitten wird, weil man ein Pentagramm sieht. Genau. Und das heißt, im Apfel als solches sind alle Elemente verbunden miteinander. Und das heißt, die meisten, also Hexen, gerade wenn Äpfel für Rituale oder sowas aufgeschnitten werden, schneiden wir es so. Ja. Du kannst natürlich jetzt trotzdem ganz normal ein Stückchen herausschneiden für dich, wenn du magst. Und darfst einfach mal ein bisschen Honig dann drauf geben. Das Pentagramm will ich mal nicht zerstören hier, dann mache ich mal so. Genau, und dann schneidest du am besten ein mundgerechtes Stück ab. Ja, das ist okay. Das okay, kriege ich super. Das kriege ich. Dann darfst du dir Honig, ich habe ganz normal herkömmlichen Honig, ne, was jeder was so an Honig mag. Man gibt es auf den Teller und du kannst es auch und übergießen. Dann tunk ich. Genau, aber übergießen, das gibt immer mehr Schmaderei als nötig. Ja, ich bin immer dafür, dass ich mach mir nicht so gerne die Hände schmutzig. Nee, ich auch nicht. Ich muss, das war schon als Baby so. Ja. Wenn ich irgendwo, so weißt du, Spinat gefüttert oder so, wenn ich irgendwo, egal wo, auf den Händen oder irgendwo, einen kleinen Spinatfleck hatte, habe ich nicht weitergegessen. Habe ich immer, da, musste immer sauber gemacht werden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, aber es wurde mir erzählt. Ja. Musste immer erst sauber gemacht werden, dann habe ich weitergegessen. Ich verstehe das total gut. Genau, und jetzt kannst du, wenn du jetzt den Apfel in den Honig tunkst sozusagen und dann isst, dann soll das eine süße Zeit sozusagen, also eine gute Zeit. Ich habe gleich eine ganz süßliche Sprache dir gegenüber. Richtig, denn tatsächlich ist es so, wenn man dem Gegenüber Honig zu essen gibt, wie ich das jetzt also fast gerade Honig tue, ums Maul schmiert? Ja, ganz genau. Dann soll das nämlich für süße Worte sorgen. Süße Worte heißt, dass du nett zu mir bist. Ich meine, bist du immer. Aber jetzt bist du noch ganz besonders viel netter zu mir. Liebste Steffi, genau. Das ist so ein schönes Ritual. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam genießen dürfen. Mhm. Dürfte ich dir dann auch ein Stück abschneiden? Möchtest du, dass ich auch nett zu dir bin? Mhm. Okay, dann essen wir beide. Ich weiß, es ist also aus Sendungsgründen nicht so günstig, wenn wir beide gleichzeitig essen, oder? Aber also ich werde das gleich machen, wenn wir fertig sind. Dann werde ich es gleich essen. Genau, weil du musst ja noch ein bisschen erzählen. Genau, denn ist es tatsächlich so, wenn man, Honig ist toll für Rituale, wenn man wirklich möchte, dass das Gegenüber einem wohlgesonnen ist. Und das in jeder Hinsicht. Wenn man zum Beispiel möchte, dass der Vorgesetzte einem wohlgesonnen ist, dann kann man entweder schauen, ob man ihm Honig anbietet. Man kann das ja verpacken in einem Honigkuchen. Dann macht man einen Honigkuchen, oder? Genau, geht auch, natürlich, absolut. Wenn das aber nicht geht, gibt es doch eine andere Möglichkeit. Und zwar schreibt man den Namen auf einen Zettel und dann besorgt man sich so eine kleine Honiggläschen und dann schraubt man das auf und dann legt man den Zettel in den Honig hinein, schraubt zu und stellt es zur Seite. Interessante Variante. Hast du das schon mal probiert? Ja, ich habe das auch schon probiert und ich weiß, dass, also ich kenne das, also noch seit ich klein bin, meine Großmutter hatte Honig, also vom Nachbarn, also das heißt so. Und die hat sich immer ganz kleine Gläser abgefüllt und ich, als wir den Keller ausgeräumt haben, haben wir wirklich viele, viele, viele Honiggläser gefunden. Mit Namen mit drin. Mit ganz vielen verschiedenen Zetteln drin, wo wir, also die haben nicht aufgemacht und alle jetzt angeschaut, würde ja auch nichts bringen, aber die kann man dann sehr lange sehr gut stehen lassen und
Das heißt, er ist derjenige so lange einem wohlgesonnen. Und dann hat deine Oma ein sehr süßliches Leben gehabt, möglicherweise. Das glaube ich schon. Ja. Ja. Also vor allem, ist ja manchmal so bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, gibt es ja schon ab und an natürlich. Mal, ist das vielleicht eine sehr, sehr gute Variante. Absolut, absolut. Natürlich nicht nur die Vorgesetzten, klar, ne? Sondern wie du sagst, bei Streitigkeiten, vielleicht auch, wenn es in der Familie manchmal ein bisschen rumpelt oder so, ja, kommt, also soll ja vorkommen, ja, dass man dass es vielleicht ein bisschen holprig ist oder so, ja. Aber es gibt ja ganz viele Gelegenheiten dazu, ne? Also wenn die Schwiegertochter seltsam ist und man da nicht so ganz einen Draht findet oder so, zum Beispiel kann man das ja auch tun. Macht man, also Regie fragt auch gerade, nur den Vornamen oder auch den Nachnamen? Also muss man den kompletten Namen schreiben oder reicht es, man schreibt den Namen, also jetzt sagen wir Jens, und man weiß ja, wer gemeint ist. Die geistige Welt weiß auch, wer gemeint ist. Reicht das? Oder? Also eigentlich reicht es schon. Also wenn ich sowas mache, dann schreibe ich immer den vollen Namen drauf, aber eigentlich reicht auch der Vorname. Wir haben ja auch nicht immer den komplett vollen Namen. Manchmal haben wir zum Beispiel bloß den Nachnamen. Ja. Ne? Und dann schreiben wir eben Herr Garling. Ja, zum Beispiel, wenn es Leute aus der Verwaltung sind, wo man sagt, Mensch, da brauche ich jetzt aber wirklich mal irgendwie ein paar freundliche Worte, damit das alles auch hinhaut. Genau. Und dann ist das die Frau sowieso. Ja, weil die sind ja meist nicht mit komplettem Namen. Ja, oder wenn man es auch gar nicht weiß, das gibt es ja auch. Ja, dann kann man sowas schreiben hier. Wie Frau von der Verwaltung. Ja, mit der braunen Strickjacke, die immer so böse guckt. Dann schon genauer beschreiben. Dann darf man das schon genauer, weil in der Verwaltung wäre wahrscheinlich mehr. Dann wird es ein sehr langer Zettel. Also muss schon ein größerer Honigtopf sein. Also es ist schon ganz gut. Ich bin ja auch nicht so viel Verschwendung und so. Von daher finde ich, es darf schon ganz klein sein, weil es darf halt immer nur ein Name pro Glas sein. Das, ja, also, aber das man darf natürlich, also nicht verschwenden, aber man darf natürlich auch großzügig sein. Ja, unbedingt. Weil ich weiß es also von Völkern, die und Kulturen, die auch sehr mit der Natur noch verbunden sind, die ja sagen, überall haben wir eben die Naturgeister, die auch für bestimmte Regionen und für bestimmte Dinge wie Steine oder dann eben Bäche zuständig sind. Auch da gibt es diese Opfer, wo man dann eben um diese Geister oder diese Naturwesen zu besänftigen, gütig zu stimmen, dann eben auch mit Honig arbeitet, dann Honig ausschenkt und auch ganz fette Milch, also diese Kaffeesahne im Prinzip. Das habe ich auch mal gemacht. Da waren wir in so einem tibetischen Seminar und da haben wir sowas auch gemacht, auch ins Wasser gegossen, über einen Teller, weil das muss breitflächig verteilt werden. Das war sehr, sehr schön. Also, und Honig ist überhaupt auch ein tolles Opfermittel. Ich bin ja sehr dafür, wenn man sich etwas gewünscht hat und es in Erfüllung gegangen ist, sich dann auch zu bedanken. Zu bedanken. Und zwar ohne nächsten Wunsch anzuhängen. Ja. Ja? Sondern tatsächlich sich einfach nur zu bedanken. Ja, kennst du das? Ne? Ich wünsche mir, das ist super, danke, dass es geklappt danke, hat. Danke, übrigens, da wäre noch was. Genau, ja. Ne, sondern tatsächlich wirklich ein Dankritual zu machen. Einfach wirklich nur zu danken, ja, und sich darauf zu freuen, sich auf die Dankbarkeit zu konzentrieren. Und also ich spreche auch oft davon, was man Opfer dann hergeben soll. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann Mehl opfern, Blumen, Blüten, Obst natürlich, auch Weihräucher, Räucherwerke, Kräuter. Aber Honig gehört eben auch dazu. Honig kann man auch gut opfern. Und wir opfern nachher noch ein kleines bisschen Zeit, um ein paar sehr, sehr schöne Produkte von dir vorzustellen, nämlich den Hexenkalender und noch ein paar Dinge obendrauf. Genau. Das machen wir gleich. Bis hierhin ganz lieben Dank. Also danke. Du darfst jetzt selbstverständlich gerne den Apfel essen. Jetzt darf ich wieder reden. Aber auch nicht ganz allein. Denn erst einmal schauen wir uns Thorsten Gabriel im Bewegtbild an und dann sprechen wir mit Brigitte Heidemann. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Brigitte Heidemann ist bei uns und wir haben hier ein kleines bisschen was vorbereitet. Denn, liebe Brigitte, wir wollen heute eine kleine Übung zum Thema Hellsicht machen. Ja. Wie bist du drauf gekommen? Ach, das habe ich mir mal so gedacht, weil die ersten Seher, so sagt man zumindest, haben ja in einem See geschaut bei Vollmond und da eben Visionen, also Bilder gesehen. Und dann habe ich gedacht, ein See kann man ja eigentlich auch künstlich herstellen. Kann man simulieren, genau. Zum Beispiel eine Schüssel Wasser nehmen, eine Glasschüssel, ist ganz gut, wie wir es hier jetzt auch haben. Und den Vollmond, den können wir natürlich nicht in die Wohnung zaubern, aber als Symbolkraft eine kleine Kerze nehmen,
ein Teelicht. Ja, und ich meine, deswegen ist ja, natürlich Vollmond ist eine schöne Sache, aber ja, wenn der Himmel wolkenverhangen ist, dann wird es mit dem Vollmond im See auch nichts. Ne? Und wir wollen ja mal schauen, dass wir unser drittes Auge sozusagen ein bisschen stimulieren. Und ich habe es ausprobiert und viele aus meinem Bekanntenkreis, aber auch von meinen Beratungskunden, denen habe ich das weiterempfohlen. Es funktioniert. Ja, es ist wundervoll. Also du weißt ja, ich habe ja auch immer in der Adventszeit, habe ich ja immer Live-Kerzenmeditation gemacht. Ja, sehr schön. Mitgemacht. Ja, fantastisch. Toll, oder? Also wirklich so Kerzenmeditation finde ich auch ganz großartig. Ja. Deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Idee, weil das öffnet wirklich unglaublich. Also Steffi sagte auch, ne, da öffnet sich dann wirklich alles. Ja. Ich habe schon gesagt, also du wolltest eigentlich auch ein Taschentuch noch haben. Hast du jetzt eins bekommen? Ja. Ah, sehr gut, weil es ist wirklich bei diesen Kerzenmeditationen, wenn ich die gemacht habe, dann ist es, sind die Tränen gelaufen, ist aus den Augen raus, aber eben auch aus der Nase. Ne? Also dann öffnet sich, weitet das sich wirklich alles. Das öffnet sich und Tränen sind ja immerhin auch die natürlichsten Blockadenlöser. Absolut. Also daher. Absolut. Und das hier kann jeder zu Hause nachmachen, weil ich denke, jeder hat eine Glasschüssel, ein bisschen Wasser. Wir haben jetzt hier in die Mitte einfach ein Glas gestellt und darauf gibt ja auch dann das Teelicht. Und es gibt ja auch tatsächlich einige, die diese Schwimmkerzen zu Hause haben. Also das ist natürlich ganz wundervoll, ne, wenn man Schwimmkerzen hat. Haben wir hier jetzt gerade nicht, machen wir so. Und wenn man es noch intensiver haben möchte, kann man zum Beispiel, wir haben es jetzt hier hell, aber man kann es zum Beispiel im Dämmerlicht auch. Können wir es ein bisschen, kriegen wir es eigentlich hin? Ja. Können wir ein bisschen mehr Dämmerlicht eigentlich haben? Ich weiß nicht, ob das... In jedem Zimmer ein Dimmer. Es geht auch so, weißt du, so ein bisschen, ne? Oh, ich glaube, wir kriegen das hin. Ja. Oh, guck mal, toll. So, jetzt wird gedimmt hier. Dans le dunkle, c'est bon münkle. Und natürlich viel besser, hier ins Kerzenlicht zu schauen. Ja, genau. So, und nun kommt das. Also, wir wollen ja Bilder im Wasser sehen. Und wenn wir da jetzt hineingucken, sehen wir ja irgendwelche Schatten und vielleicht vom Glas oder vom Tisch irgendwelche Schattierungen, auch Figuren. Und wir wollen es aber unseren Blick ein bisschen fokussieren, wie bei der Kamera. Ich mache das dann eben so, indem man, das kann man ja machen, indem man blinzelt so, oder die Augen ein bisschen zusammenkneift und dann das Wasser wie im See ein bisschen bewegen. Und dann so, noch ein bisschen bewegen. Und dann die Augen zusammenkneifen und dann mit ein wenig Übung erkennt man Bilder. Mhm. Ne? Also irgendwelche Symbolkräfte. Gut ist es, wenn man sich vorher eine Frage stellt. Zum Beispiel, meldet sich der Freund bei mir? Mhm. Ja? Also eine Liebesantwort wollen wir. Und es ist dann möglich, dass wir auf einmal ein Herz erkennen in dem Wasser. Oder eben oder auch nicht, ne? Oder was anderes. Oder auch nicht. Oder einfach eine verschlossene Tür. Ne? Sehr interessant, dass sich gerade die Kerze bewegt hat. Guck mal. Die ist gewandert gerade. Guck mal. Eieiei. Was hat das zu bedeuten? Da, jetzt, der Mund wir haben über, sich wir ja über die. Ja, stimmt. Also, da ist Bewegung mal, da drin. Ist Bewegung also im drin. Thema Liebe ist Bewegung drin. Im Thema Liebe ist Bewegung drin. Und das heißt, dass wir auf Bewegung auch hoffen können, aber Geduld haben sollen. Auch das Na? Gehört so. Immer dazu. Und wenn wir da jetzt vielleicht ein Herzchen erkennen, Liebessymbol oder eine Rose, das heißt, ein Geschenk kommt, ne? Ist ja was Schönes, also auch die, das Liebessymbol, dann wissen wir, aha, es lohnt sich, für diese Liebe Geduld zu haben. Na, so. Und da kann man verschiedene Fragen stellen. Und da die Menschen ja nicht unbedingt die Kräfte der Symbolik kennen, habe ich auch einen Trick, weil ich habe festgestellt, es gibt ja die Traumdeutungsbilder, Bücher. Oder kann man im Internet auch recherchieren. Auch. So, und das sind fast die gleichen Symbolkräfte. Nun sind es ja noch keine bewegten Bilder, aber wir regen dadurch das dritte Auge an. Also diese Hellsicht wird angeregt, wenn wir das vielleicht 2-3 Mal die Woche üben. Das macht ja auch Spaß.
Und dann empfangen wir Bilder. Dann empfangen wir Bilder. Irgendwann brauchen wir die Schüssel mit dem Wasser gar nicht mehr, sondern können einfach die Augen schließen oder schauen. Ne? So, ich weiß nicht, nach innen schauen. Bei mir ist es zum Beispiel mit der Hellsicht so, dass ich nicht wie beim Monitor jetzt oder Fernseher irgendwelche Bilder direkt vor mir sehe, sondern bei mir ist es so, dass ich eher dann wie Gedankenbilder hochkomme. Also wenn ich jetzt an den letzten Urlaub denke, habe ich ja die Bilder, ich bin am Strand und freue mich und genieße die Sonne. Und solche Bilder entstehen dann bei mir, kleine Filme auch. Und das bei jedem übrigens anders. Dann nicht enttäuscht sein, wenn da nicht sofort irgendwie die wilden Bilderwelten entstehen. Bei jedem anders, das sage ich auch immer, weil ich habe ja viele in meinen Beratungen, die sagen, ja, ich glaube, ich bin hellsichtig, ich habe oft sehr intensive Träume oder Visionen, wie kann ich denn das noch verstärken? Ja. Und dann gebe ich zum Beispiel das als Tipp, weil das ist einfach. Ich meine, man kann natürlich auch eine Glaskugel nehmen. Genau. Also bei mir ist so, ich kann Variante, auch, also kann auch eine Wasserflasche nehmen, egal. Ne? Ich kann irgendwas nehmen. Da, ne, das ist dann die Übung einfach. Und Kerzen natürlich aber prinzipiell, ob jetzt mit oder ohne Wasser, also auch da in ein Kerzenlicht zu schauen. So schauen kann man ja auch ohne Wasser. Dann. Genau. Und übrigens da auch mal trainieren, weil da passiert wirklich auch einiges. Mal zu üben, nicht zu blinzeln, sondern die Augen wirklich diesen Reflex zu unterdrücken und wirklich offen zu halten. Offen zu halten, gar nicht blinzeln, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Am Anfang vielleicht ein bisschen. Ist nicht ganz so leicht. Man hat diesen Reflex, man will eigentlich immer blinzeln. Ja. Es wird dann auch erst, werden die Augen sehr trocken und dann haben wir, ich muss jetzt blinzeln. Und wenn man darüber hinausgeht, dann fangen die Augen auch irgendwann an zu tränen. Ne? Und dann wird es wirklich, auch durch diese Tränenflüssigkeit verschwimmt der Blick dann unter anderem auch ein bisschen. Und dann gibt es wirklich ganz spannende Geschichten, die man in Kerzenflammen dann auch sehen kann. Richtig. Ja, das ist so, als wenn man eine andere Linse vor die Kamera dann auch. Genau. Also sehr, 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 sehr spannende Geschichten, die man mit Wasser, mit Kerze, mit Glas machen kann. Also schöne Übung. Wunderbar, herzlichen Dank, meine Liebe. Ich denke, so kann man auch rauchen. Also bei mir funktioniert es, ne? Wenn du mit der Kerze ein bisschen übst und den Blick dann tatsächlich ohne Blinzen darauf hältst und dann aber. Ich meine, jedes Ding hat eine Aura. Aura. Sogar, ich habe das mal in einer Kirche tatsächlich gemacht, in Spanien. Das ist cool. Das ist wirklich verrückt, was du da dann auch um die Statuen herum siehst, die dort standen und eben auch auf Bildern, was auf Wahnsinn. Bildern erscheint. Also wie sich das verändert, das ist schon wirklich ganz. Das kann man dann auch damit üben. Ja, also wirklich sehr, sehr schöne Übung. Ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal für die Erinnerung, für alle, die diese Übungen auch kennen. Einfach das tatsächlich in den nächsten Tagen, vielleicht heute auch zu machen, weil wir haben ja von Hans auch eine schöne Tagesprognose bekommen. Also auch eine sehr, sehr schöne Energie dafür. Ja. Also ganz, ganz lieben Dank, meine Liebe. Wir sind natürlich noch nicht ganz durch mit dir. Wir werden nachher noch mit dir und auch mit Steffi noch ein bisschen was spielen, aber mit dir werden wir gleich auch noch ins Gespräch gehen und über ein paar Hellsichterlebnisse auch noch sprechen. Jetzt haben wir erst einmal Elisabeth Tadler für euch im Bewegtbild. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Ja, und wir fühlen uns auch wohl. Ja. Hier zusammen. Miteinander honiggesüßte Worte miteinander zu sprechen. Und jetzt schauen wir ein bisschen in das, was du uns mitgebracht hast. Wie ist der Hexenkalender? Im wievielten Jahr jetzt übrigens? Im neunten Jahr der Hexenkalender. Ja. Du hast den
auch noch aufgestellt, den 22er. Es gibt natürlich das Jahr 2023. Wir haben es jetzt erstmal als Ausruf, weil der ist noch gar nicht fertig gedruckt. Ne? Nee, er ist im Druck. Also wir erwarten ihn eigentlich jederzeit zurück. Also jederzeit, dass er jetzt demnächst kommt. Genau, und darum kann ich ihn noch nicht richtig zeigen. Aber ich kann schon mal zeigen, wie er aussehen wird. So wird er aussehen, der 2023er Hexenkalender. Und das ist wirklich verrückt, wie das Jahr schon wieder rumgegangen ist. Also wir sind schon wieder gegen Ende September. Wir haben noch etwas über 3 Monate vor uns. Und dann dürfen wir rechtzeitig uns um das neue Jahr und den neuen Hexenkalender kümmern. Denn immer auch gut ausverkauft. Ja, das stimmt. Also den 22er gibt es auch gar nicht mehr. Ja. Aber macht ja jetzt auch nicht mehr so viel Sinn. Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Aber deswegen, der ist auch schnell weg. Genau. Und darum ist es natürlich jetzt auch sinnvoll, jetzt schon vorzubestellen, den 2023er Kalender. Und genau, so wird er aussehen. Wir gehen ja in ein Marsjahr, das heißt, es wird feurig. Ja. Und dementsprechend ist auch der Kalender vom Äußeren natürlich immer so, ja. Und drinnen finden sich ganz, ganz tolle Geschichten. Und ich würde einfach mal am 2022er zeigen, wie dann das so aufgebaut ist. Also, das Prinzip ist natürlich, ist bewährt, bleibt auch so. Genau. Wir starten jeden Monat mit einer Notizseite, wo wir nochmal was reflektieren können, wenn wir das mögen. Und mit einem Bild, das natürlich im neuen Kalender neu sein wird. Und dann startet man schon mal ganz gut. Und wenn du möchtest, kannst du mal eine Seite weiterblättern, wenn die Kamera das schon gezeigt hat. Eine, genau. Genau, und dann geht es nämlich weiter mit einer Kalenderübersicht in jedem Monat, wo man also Termine eintragen kann, ja frei, wenn man Schichten arbeitet vielleicht oder sowas, gut eintragen kann. Aber mir geht es auch um Reflexion. Mhm. Das bedeutet, ich möchte schon mit jedem Einzelnen schauen, wer, also was möchte denn geschafft werden im neuen Monat? Wofür ist man denn dankbar? Was hat man denn im vorangegangenen Monat geschafft? Und wie belohnt man sich, wenn man denn die Ziele erreicht hat, das, was man sich vorgenommen hat im jeweiligen Monat und was man dann sich Gutes tun wird? Und so weiter und Dankbarkeit und so weiter, das ist mir ein ganz großes Thema und darum ist auch immer Platz für Reflexion. Und wenn du jetzt weiterblätterst. Und über das Thema Dankbarkeit haben wir vorhin ja auch gesprochen, also nicht gleich die Dankbarkeitskette knüpfen, sondern mal für ein erfülltes auch mal dankbar sein und nicht gleich das nächste wünschen. Genau, so und dann sehen die Wochen so aus. Das heißt, im Original-Hexenkalender ist sehr viel Text, es gibt nämlich für jeden Tag ein Ritual beschrieben. Bitte, natürlich, ihr müsst natürlich nicht alle Rituale machen. Ich werde das immer und immer wieder gefragt. Ja. Ich muss natürlich sagen, nein, natürlich nicht. Hat man ja nichts anderes mehr zu tun. Das ist dann ein Fulltime-Job. Ja, das ist ja dein Stress, das wollen wir auch nicht. Aber ich lade dich einfach ein, wenn du den Original-Hexenkalender vielleicht bei dir liegen hast, vielleicht auf den Machttisch oder wenn du einen Altar hast oder so. Und dann einfach mal schaust, hey, was ist denn vielleicht morgens beim Frühstück? Kann man auf dem Frühstückstisch auch legen. Mhm. Und mal zu schauen, was ist denn heute für ein Tag? Was für eine Energie? Was würde sich eignen für ein Ritual? Oder auch abends mal zu schauen, was kann man am nächsten Tag machen? Passt das zu mir, zu meiner Lebenssituation. Es ist aber natürlich auch immer ein Notizfeld noch mal drin für die eigentlichen Termine. Genau. Was haben wir denn? So, Mittwoch, 21. September. Neuheidnisches Marbon-Fest. Genau. Es ist Erntezeit. Ja. Marbon gilt als rauschendes Fest der Fülle. Mhm. So, heute sollen Opfer und Dankbarkeit. Haben wir ja auch schon. Absolut, mit Honig. Das ist auch genau ist die eine richtige Variante. Zeit. Genau. Also richtige Zeit dafür. Sehr, sehr schön. Und das, was mir so wichtig an meinen Kalendern ist, ist, dass es wirklich, es ist ein Hexenkalender, aber er umfasst eigentlich alle Religionen, alle Kulturen. Es sind jüdische Feiertage drin, es sind christliche Feiertage drin, christliche Heiligen auch drin, es sind keltische, es sind Rituale und Götter indische, aus Asatru vertreten, genau, indische natürlich auch. Und es zieht sich wirklich durch alle Kulturen, alle Kreise. Es ist aus dem antiken Rom, antiken Griechenland. Tag der ungarischen Götter. Also auch Ungarn ist mit, also griechisch, slawisch. Absolut. Hier ist alles wirklich, irische Göttin, hier ist alles wirklich vertreten. Ja. Und auch da, ich weiß nicht, ob die Fragen bei dir kommen, warum soll ich mir den 23er holen, wenn ich den 22er habe? Weil es stehen dann ja die gleichen Rituale drin. Nein. Jein. Also natürlich gibt es immer, es gibt ja die festen Feiertage wie Ostern und Weihnachten, aber trotzdem auch an Ostern und Weihnachten gibt es in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Rituale. Absolut. Also natürlich wiederholen sich auch immer mal Dinge, aber du hast
immer natürlich auch in jedem neuen Hexenkalender auch immer wieder andere Rituale. Es wechselt sich schon auch sehr ab. Absolut, ja, absolut. Damit es auch nicht fad wird. Genau. Ne? Aber natürlich, klar, wenn an Ostern, also Ostern ist ja auch ein beweglicher Feiertag, Ostern ist also nicht nächstes Jahr das gleiche wie jetzt, ne, gleichen Datum und so weiter. Und es finden sich ja auch die Mondstände zum Beispiel dran. Ja? Also das heißt, wenn der Mond das Zeichen wechselt, auch das ist ja unterschiedlich. Die Vollmonde sind beschrieben und die Neumonde, auch dafür gibt es immer wieder Rituale. Ich wollte gerade sagen, auch das verändert sich dann natürlich mit den entsprechenden Ritualen. Genau, ja. Rückläufige Planeten haben wir den einen oder anderen auch mit dabei. Auch da wechsle ich schon ein bisschen ab, weil es ist einfach jeden Tag wahnsinnig viel los. Und ich versuche einfach so alles so einmal so ein bisschen anzupieksen und einfach zu inspirieren und Lust auf Rituale zu machen. Ja, genau. Dann nimmst du schon auch Rücksicht eben auf, du hast ja gesagt, Mondstände, dann eben auch die Planeten, rückläufig, vorläufig, wie man diese Energien für bestimmte Rituale eben auch nutzt. Also das ist schon alles aufeinander abgestimmt, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das ist es in der Tat. Und wenn du jetzt noch mal ganz nach hinten blätterst, dann sieht man nämlich auch was ist denn ganz nach hinten? So oder noch so ungefähr. Mehr? Guck mal, das hast du sehr gut aufgeschlagen. Gucke mal. Da habe ich natürlich auch noch mal magische Grundlagen beschrieben. Ne? Was ist ein Kerzenzauber? Was ist ein Opfer? Ja? Auch das nochmal beschrieben, dass man wirklich loslegen kann, egal wie viel Erfahrung man damit hat oder auch nicht. Und das ist der einzige Original. Was aber natürlich sehr viel Sinn macht, ist, das gleich im Set zu bestellen. Denn der einzelne kostet? 15,90 Euro. Ja. Genau. Wenn man das im Set bestellt, kostet es 26,90 Euro und man bekommt also den Original. Man bekommt die Light-Edition und ich gebe dir das mal rüber, dass du das dir zeigen kannst, weil, wenn du es gleich mit dich aufstehst, der ist von der Aufteilung anders. Insofern gibt es dort jede Woche ein Ritual und sehr, sehr viel Platz für Termine. Der ist auch kleiner, da ist hinten dieser Anleitungsteil nicht mit drin, damit er für die Handtasche passt, damit man ihn mitnehmen kann, eben wie man so seine Termine einträgt. Ja. Ja. Viele der Leser nutzen diese Light-Edition, den kleineren Kalender, auch als Tagebuch, als Traumtagebuch oder als magisches Tagebuch, überhaupt als Tagebuch, als Dankbarkeitstagebuch. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das bietet sich natürlich an, beides zusammen. Es gibt nämlich noch geschenkt eine Glückskerze. Dazu. Genau, und die habe ich heute mal mitgebracht. Die konnte ich nämlich letzten Male noch nicht mitbringen. Aber jetzt heute konnte ich sie schon mal mitbringen. Und zwar habe ich Kerzen selber gegossen. Und das sind wirklich magische Kerzen mit wahnsinnig viel Energie. Und zwar ist in dem Fall ist es eine Selbstliebe-Kerze. Da sind Kräuter drin, magische Öle drin, ein bisschen Glitzer, ne? Weil es braucht ein bisschen mehr Glitzerstaub im Leben, finde ich. die wähle ich aus, je nachdem, was derjenige braucht. Also das heißt, wenn man das Goldpaket bei mir bestellt und ich das dann packe, dann schaue ich ganz, dann fühle ich ganz genau hin, was braucht derjenige jetzt? Mhm. Ist es die Selbstliebe-Kerze oder ist es auch eine Kerze für finanzielle Fülle, für Klarheit vielleicht? Also das heißt, jeder bekommt ganz individuell ausgewählt die richtige Kerze. Es ist eine Glückskerze fürs neue Jahr. Die gibt es so nicht zu kaufen. Also die gibt es nur geschenkt im Set. Genau. In diesem Set. Genau. Dann haben wir, das ist aber noch nicht alles. Und das Set kostet 26,90 Euro. Und dann haben wir noch was mitgebracht, nämlich etwas, was gerade die Sammler unter deinen Fans ganz besonders freuen. Die warten auch, das hast du mir auch schon immer erzählt, das weiß ich seit Jahren jetzt, dass es jedes Jahr ja von dir ein neues Lesezeichen gibt. Also, auch wenn man es vielleicht erstmal nicht erkennt, wie, das ist ein Lesezeichen? Ja, das ist ein Lesezeichen. Also das kann man natürlich hier so schön Und es hält super fest. Ja. Also das ist der Vorteil auch an so Papierlesezeichen oder so, das hält auch in der Handtasche richtig gut fest. Abgesehen davon sieht es einfach total schön im Bücherregal aus. Ich habe eine Freude daran, das auch zu sehen. Und es ist diesmal natürlich auch wieder abgestimmt auf den Hexenkalender. Das heißt, es ist eine Flamme. Eine rote Perle, die unglaublich schön funkelt. Und ein Salamander, also eine Eidechse, die eben für das Feuer steht, auch für Mars steht. Und ist handgefertigt, absolut limitierte Auflage. Hier in Berlin handgefertigt von meiner lieben Freundin vom Klunkerschatz, die ganz exklusiv für den neuen Hexenkalender auch gestaltet hat. Ja. Genau. Und wenn man dann noch Glück hat und in der Natur einen Feuersalamander sieht, also das ist ja, mehr Feuer geht nicht, ne? Genau, das geht nicht. Was macht man dann? Also man soll den, der steht ja unter, ne? Genau, steht ja unter Naturschutz. Genau, und da darf man sich einfach freuen.
Genau. Ich finde ja überhaupt, wenn man ist ein Zeichen. Also ich habe in meinem Leben einmal in der Natur einen Feuersalamander gesehen. Ja. Ein einziges Mal. Also ich glaube, den sieht man heutzutage auch. Also nicht so oft. So vielleicht. Überhaupt nicht, da muss man schon sehr suchen. Genau, genau. Und das Lesezeichen ist einfach, darf einfach auch ein Glücksbringer sein für das neue Jahr. Und die liebe ich sehr und die sind auch immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Genau, also auch das lohnt sich natürlich jetzt schon mit vorzubestellen. Genau, aber die tatsächlich, welche Auflage hast du da ungefähr? Wie viel sind sehr gering, ja. 25. 25. So, also ist 25 wirklich, und das hast du mir auch erzählt, also die sind wirklich immer sehr, sehr schnell weg, weil es gibt natürlich ein paar Sammelfreunde und es gibt ja mehrere Bücher, die man vielleicht zu Hause hat und nicht nur eins, der Trend geht zum Zweitbuch und dann vielleicht auch ein zweites Lesezeichen. Also genau, die lassen sich natürlich auch toll verschenken, ein tolles Weihnachtsgeschenk, tolles Nikolausgeschenk vielleicht die einfach auch natürlich in allen anderen Büchern gehen, na klar, ja, also... einfach eine schöne Sache sein. Genau. Es muss nicht der Hexenkalender sein, wofür das Lesezeichen verwendet wird. Das geht auch für jedes andere Buch. Genau. Genau. Und vor allem, wie gesagt, du hast es abgestimmt natürlich thematisch auf das nächste Jahr, auf 2023. Ja. Da geht es so richtig feurig. Ganz genau. Was wird uns nächstes Jahr da erwarten mit diesem ganzen Feuer, was wir da bekommen? Also super, Mars ist ja, alle sagen mal, ein Kriegsgott und Feuer und so. Aber ganz ursprünglich war Mars ein Fruchtbarkeitsgott. Ja. Also es ist davon auszugehen, dass es ein gutes Jahr wird. Ja? Ein Jahr, wo viel wachsen darf, wo wir den Samen für gute Ideen, für Projekte in die Erde bringen dürfen, wo tatsächlich sich einfach mal zeigen darf, was denn so in uns steckt. Ja, wo unser Feuer mal wieder so richtig lodert und mit viel Feuerkraft wir eben an die Projekte gehen oder auch an die Beziehungen gehen. All das, was wir gerne umsetzen möchten. Und vielleicht ja auch Feuer verbrennt ja auch einiges, also vielleicht die alten Dinge, die wir nicht mehr möchten, dann eben im Transformationsfeuer. Genau, wie Phönix aus der Asche. Ja. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir aber wirklich fast alles mit Feuer hier bedient. Genau. Ganz, ganz lieben Dank, Steffi, für die wundervollen Produkte. Also ran ans Telefon bestellen, weil viele Dinge sind ganz schnell weg. Wie gesagt, vor allem das Lesezeichen. 25 Stück, das ist ratzfatz weg. Bis hierhin ganz lieben Dank. Wir spielen gleich ja noch ein bisschen, auch mit Brigitte zusammen. Jetzt haben wir für euch erst einmal Timo Wagenbach, der uns in die bunte Welt seiner Horoskope entführt. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Wagenbach, ich bin Medienastrologe und präsentiere Ihnen hier meine Auswahl der schriftlichen Horoskope und Horoskopanalysen. Heute das Vorschauhoroskop für 12 Monate und zwar für Ihre nächsten 12 Monate. Was erwartet Sie in der kommenden Zeit? Welche Glücksaspekte stehen an? Wie sieht es beruflich aus? Wie finanziell? Und finde ich meinen Traumpartner? Und vor allen Dingen wann? Was brauche ich von Ihnen? Ich brauche Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort für diejenigen, für die dieses Horoskop bestimmt ist. Und Sie bekommen als kleines Geschenk noch dazu das Radix, Ihr Horoskop Radix mit den sensitiven Punkten und den Asteroiden. Bestellen Sie jetzt unter der 0800 400 8686. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Wir sind zurück. Ich habe schon mal so ein bisschen Spielchen aufgebaut, aber noch spielen wir ja gar nicht. Wir sprechen mit dir erst einmal noch ein bisschen über Hellsicht. Die Flamme ist auch schon, die Kerze ist... der Mond ist aufgegangen. Richtig. Das ist jetzt auch schön, also auch wenn es nur noch so ein bisschen glimmt. Aber man sieht den schönen Vollmondkreis hier, ne? Wie es hier verflüssigt hat. Sehr, sehr schön. Es gibt natürlich Gründe, warum wir das Thema Hellsicht aufgemacht haben. Also zum einen hast du die Rückmeldung von vielen Kundinnen, die dich anrufen, dass sie gerne mit ihrer Hellsicht etwas mehr arbeiten, sie weiterentwickeln möchten. Das ist immer wieder eine Frage, wie kann ich mein drittes Auge aktivieren? Aber es hat natürlich auch Gründe, weil du den Erfahrungs-Background auch hast. Also du hast viele Erfahrungen mit deiner Hellsicht natürlich gemacht. Du hast sie auch weiterentwickelt im Laufe der Jahre. Was sind denn so die spannendsten Erlebnisse, die du über die Hellsicht hattest? Das Spannendste war, da war ich gerade mal etwas über 3 Jahre alt. Das sind meine Eltern drauf aufmerksam geworden. Und zwar war ja damals noch die DDR, also die Grenze. Und die Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, lebten in der damaligen DDR, die ich geliebt habe. Meine Großeltern. Wir sind dann immer mit dem Zug. Ne? Und damals war ja dann die Mauer noch nicht. Die durften dann also auch zu uns fahren, kommen. Genau. Und eines Nachts
habe ich einen Traum gehabt. Da stand mein Großvater bei mir am Bett und der war immer mit seiner Violine, ne? Also ja. Er und seine Geige, seine Musik, und der konnte wunderschön spielen. Mhm. Und dann spielte er mir ein Lied vor und sagte zu mir so, Brigittchen, die haben immer Brigittchen zu mir gesagt, ich muss jetzt auf eine Reise gehen und du musst aber nicht traurig sein, ich bin dennoch bei dir. Mhm. Also ich saß jetzt in den Worten des Erwachsenen. Und dann am nächsten Morgen habe ich zu meiner Mutter gesagt, du, der Opa ist ja verreist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ach Brigittchen, du fantasierst, der Opa ist doch nicht verreist. Nun muss man wissen, das war Anfang der 50er, mhm. Ich bin 50 geboren. Und da hatte noch nicht jeder Haushalt ein Telefon. Ja. Na, so, also in der Nachbarschaft war dann ein Telefon. Und so im Laufe des Vormittags kam dann die Nachbarin, klingelte bei uns und sagte, hier ein Anruf von den Eltern zu meiner Mutter. Ja. Und dann war mein Großvater tatsächlich verstorben. Mhm. Und ja, das war so das Bewegendste. Wohl die Eltern sind dann, wie gesagt, darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, Gott, das Kind, na, das ist ja seltsam. Das berührt mich immer so, weil ja. Ich habe es manchmal im Traum noch, dass mein Großvater, ich meine, ich bin mittlerweile 72 Jahre alt, dass er immer noch auf dieser Violine spielt. Und ich habe dann später auch die erste, die er als achtjähriger Junge geschenkt bekam, geerbt sozusagen. Ne? Hm. Die wird in Ehren gehalten. Kannst du Violine spielen? Hast du mal drauf gespielt? Der war ja so weit weg. Ja, ja. Ich habe sogar im Erwachsenenalter ein bisschen, kann ich, aber nicht wirklich besonders gut. Ne? Aber mein Großvater, der konnte wundervoll spielen. Vielleicht habe ich als Kind einfach auch nur so in Erinnerung. Aber egal, ich kenne ihn nur, wenn irgendeine Familienfeier damals war, wenn wir zu Besuch waren. Ich kenne ihn immer mit der Violine. Und ja. Er hat es versucht, mir dann auch als kleines Kind, ich war ja wirklich noch ganz klein, beizubringen. Und auch da übrigens mit der Hesi, also du hast es wirklich gesehen, du hast deinen Großvater gesehen, wie er dir sagt, also wirklich, ich gehe jetzt auf eine Reise. Reise musst, aber nicht traurig bei anderen Menschen mag es möglicherweise sein, dass ein anderer Kanal präferiert wird, da ist es vielleicht nicht die Hellsicht, sondern die Hellhörigkeit. Auch, und dann natürlich. Hätte man in dem Fall vielleicht die Violine gehört und den Großvater das sagen können, aber man hätte ihn vielleicht nicht gesehen. Naja, also auch da, für alle die, Steffi, du bist hellfühlig, ne? Also du spürst dann eben die Energien des anderen, du weißt, was da passiert. Also einfach zu schauen, nicht traurig zu sein, wenn man selber vielleicht keine Bilder empfängt, aber einfach offen dafür zu sein, welche Kanäle oder welcher Kanal, es ist vielleicht bei mir, manchmal sind es auch mehrere Kanäle, hat auch immer mit den Begebenheiten gerade zu tun, was für Informationen man denn gerade bekommen soll. Und das spielt dann eben auch auf den unterschiedlichsten Kanälen. Dafür einfach offen zu sein und damit weiterzuarbeiten. Das war's bis hierhin. Jetzt haben wir nochmal ganz lieben Dank für die Geschichte. Ja, also ich habe auch gemerkt, da kommen bei dir dann auch die Tränchen. Einfach, dann immer nochmal, das ist klar, also die Großeltern, wenn man sie auch wirklich geliebt hat. Der war so toll. Ganz besondere mein Beziehung. Mein Großvater war, also klar, ich wahrscheinlich, aber der, ich habe den einfach nur als lieb. Ja, und das ist auch ein wahnsinniges Kraftelement, Kraftmoment, wenn man da so eine Verbindung hat, die so liebevoll ist. Das ist sehr, sehr unterstützend. Mhm. Ganz lieben Dank. Nochmal der Hinweis, ihr Lieben, wir verteilen auch Geschenke auf unsere Wochenverlosung, nämlich das Glücksset von Olga Heinert, bestehend aus Glücksmünze, Halskette, Schlüssel zum Glück und Schlüsselanhänger, Schlüssel zum Glück. Und natürlich dürft ihr etwas dafür tun, um dieses Glücksset zu gewinnen, nämlich diese Frage beantworten. Was bringt Glück? A. Kleeblätter oder B. Unkraut? Ruft an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501190. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auf astro.tv.
www.hans-verrät.de. Die Telefonleitungen sind für euch bis 10 Uhr am Freitagvormittag geschaltet. Ihr könnt also rund um die Uhr auch mitten in der Nacht anrufen. Anrufbeantworter geschaltet. Einfach euren Namen drauf sprechen, eure Telefonnummer, damit wir euch im Gewinnfall dann auch zurückrufen können. Und dann natürlich die richtige Antwort nennen. Das wäre schön. Jetzt haben wir für euch die Spielchen. Ach. Da haben wir, ja, da haben wir, was möchtet ihr denn zuerst spielen? Also wir mischen so ein bisschen. True Stories, da geht's dann, ich stelle eine Frage und dann gibt es Antwortmöglichkeiten dazu. Oder die Wahrheit über mich. Womit wollen wir anfangen? Mir ist egal. Der will mir auch. Sag du. Ich würde ja gerne die Wahrheit über Jens. Ja, das ist gut. Da reden wir alle drüber. Also da nehme ich mich nicht aus. Also mal gucken, zu welchen Wahrheiten wir da kommen. So, die Wahrheit über mich. Oh, wie oft lügst du durchschnittlich an einem Tag? Na? Wer ich? Wer ich? Ich will ja nicht lügen, aber ich lüge natürlich nie. Nein. Also, lügen, ja, weiß ich. Ist ja auch immer eine Frage, wie definiere ich Lüge? Da also. Sagen wir es mal so, ich sage vielleicht nicht immer alles. Ich gebe nicht jede Information raus. Direkt lügen, dass ich so richtig die Unwahrheit sage, weiß ich nicht. Aber habe ich früher definitiv gemacht, aber wenn es jetzt um Aktuelles geht, eher nicht. Aber ich sage nicht immer alles. Ja, das mache ich genau. Ja. Geht mir genauso. Genau. Also nicht alles, was ich denke oder meine sagen zu können, sage ich immer. Aber ich versuche schon, also nicht so richtig zu schwindeln, sondern... Ja, und man kann ja, also sag mal, wenn eine Frage kommt, wo man auch direkt antworten soll, also wie steht mir denn dieses Kleid oder was auch immer, und man denkt so, oh, naja, also nicht so prägend. Und wenn man das nicht sagen mag, dann kann man ja sagen, ja, also ist ganz schön. Du kannst ein anderes, es tragen. Ja, du kannst, ein anderes wäre vielleicht noch schöner oder ja, also besonders gut gefallen mir aber die Schuhe dazu. Also man kann ja dann auch bei allem, ja, auch bei, wenn jemand eine Arbeit vorstellt oder so, man mit dem Ergebnis nicht so toll ist, kann man ja aber die positiven Aspekte aus dem rausnehmen. Wenn es 10 Punkte sind oder so, dann nimmt man 1, 2 Punkte, die vielleicht positiv sind. Und klammert den negativen Part so ein bisschen aus. Auch das ist ja möglich. Ich finde, wenn es um Meinungen geht, dann kann man ja auch immer also fragen und zurückfragen, was gefällt dir denn besonders gut dran? Ja. Also dann einfach, ja. Also ja, ich glaube, wir sind alle oder eigentlich doch bemüht. Ja. Ja. Lieb mit den anderen zu sein, Honig zu essen und. Darf ich euch mal was verraten? Bitte. Ich habe mal gelesen, psychologisch gesehen, desto intelligenter der Mensch, desto öfter, ich würde es nicht Lügen nennen, schwindelt er auch. Zum Beispiel Not. Sind wir jetzt, auch nicht Not. So die Schlauesten? Ja, hab ich mal gelesen. Hab ich gedacht, ja, guck mal. Ist ja auch immer die Frage, wer schreibt sowas und mit welcher Motivation? Ne? Ja, ist genau. Wahrscheinlich ist das ein absoluter mieser Oberlügner. Also und der hat sich gedacht, weißt du was, ich verkaufe das jetzt einfach mal als Intelligenz. Ja. So kann man es natürlich auch machen. So jetzt sagen wir mal True Stories mit einer Frage. So, ein Kinobesuch ohne Popcorn. Unvorstellbar, denn die kleinen aufgepoppten Maiskörner gehören einfach dazu. Aber was ist noch unvorstellbar? A. Mais hat etwa doppelt so viele Gene wie ein Mensch. B. Schluckt man Maiskörner und geht anschließend in die Sauna, kann man nach einer Weile merken, wie die Körner im Magen aufpoppen. C. Harte Maiskörner, die sich zwischen dem Popcorn befinden, sind in den USA die häufigste Ursache für abgebrochene Zähne. Oder D. Weil die Reinigungskosten zu hoch waren, hat die größte Kinokette Großbritanniens Popcorn aus ihren Sälen verbannt. Ah, ich sag D. Du sagst D. Auch hier Popcorn aus den Sälen. Auch aus den Sälen verbannt. Es ist tatsächlich, also ich kann da jetzt nicht antworten, weil ich die richtige Antwort sehe. Es ist tatsächlich A. Mais hat etwa doppelt so viele Gene wie ein Mensch. Also, was? Das kann ich mir eigentlich. Das, ich glaube nur die Genmanipulierten. Also, genau. Das kann ich mir. Das muss ich noch mal recherchieren. Ob das tatsächlich stimmt, also das finde ich sehr gewagt. Aber also, wenn das so ist. Guck an. Alter Schwede. Ach, wir lernen heute. Dann erhöhen wir möglicherweise unsere Intelligenz, wenn wir viel Mais essen. Mhm. Den will ich jetzt nicht so aufrufen. Also wieso, wenn du mehr Gene isst? Ja, ich weiß auch nicht. Nehmen wir dann irgendwie auf. Dann ist der man sagt ja mal, das zweite Hirn liegt im Magen. Und wenn wir viel Mais. Ich glaube, es wird nicht besser, oder? Es wird nicht besser.
Du willst ja jetzt nicht lügen, sondern pickst dir einfach das Positive aus meinem kruden Gelaber raus. Die Idee war gut. Die Idee war gut. Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er gut geantwortet. Das war's auch schon. Wir sind nicht zu viel gekommen, aber es war schön. Also wir haben ein paar tolle Impulse bekommen. Also ganz, ganz lieben Dank für eure tollen Antworten. Ganz, ganz lieben Dank natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir schauen uns jetzt noch den Spruch des Tages zumindest an. Da ist bestimmt auch noch spielerisch was drin. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Sagt Mark Twain oder hat Mark Twain gesagt oder geschrieben. Ein Mann, der schöne, schöne Romane, gerade so Jugendromane geschrieben hat. Also sehr, sehr schön. Inspiriert auch sehr. Einfach mal wieder lesen und dann das Lesezeichen von Steffi benutzen. So, das war's für heute. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr beide, natürlich ihr zu Hause. Und ich freue mich, wenn wir morgen wieder miteinander verbunden sind. Um 9 Uhr geht's weiter mit Leichter Leben. Bis dahin, einen bunten Tag, nutzt die tollen Energien. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke euch.